Das machst du da jetzt seit nicht an. Weil einer hat sich beschwert, dass sie kein Licht an hat. Warum hast du überhaupt kein Licht an? Siehst du, wie hell das bei mir ist? Ja. Und er sagt zu mir, ich habe kein Licht an. Ich möchte jemand reingetragen werden, hat er gerade bei mir gesagt. Soll er die Beine anhaben? Rollstuhlfahrer. Soll er sich halt rollen? Ja, eine verbrochene Lampe, um hochzurollen. Ich glaube, wir sind in der Matrix. Nächster Halt, Realschule. Oh, jetzt wurde ich auch noch geblitzt. Vor der Schule. Was ist ein Vorbild? Das ist eine Realschule. Was für Vorbild. Spring of Affection ist einmal eine Lieblingsserie, aber ich fasse es nicht, dass Consola mit Bob geschlafen hat. Wie kann sie nur? Consola soll mit mir schlafen, Kappa. Na? Stand da wirklich Kappa? Nein, da stand das, was ich davor gesagt habe. Ich fasse es nicht. Spring of Affection ist eine meiner Lieblingsserien, ich fasse es aber nicht, dass Consola mit Bob geschlafen hat, stand da. Dann hab ich gesagt, Consola sollte mit mir schlafen, Kappa. Ne? So. Ey, wir sind näher aneinander, als du denkst. Ne? Mit Fischgrund und Siegwaldenschule sind ganz nah beieinander. Wenn man den Fluss dazwischen wegdenkt. Ne? Guck mal, es trinkt nur ein Fluss, da drüben bist du. Ne? Bin 2 Kilometer weit dafür gefahren, um jetzt hier zu sein. Und von dem Punkt aus, wo du warst. Aber trotzdem habe ich im Endeffekt nur den Fluss überquert. Ne? Ich bin 10 Minuten zu früh in Siegwalden. Ne? Du bist einfach überall 2 Minuten zu spät und ich bin 10 Minuten zu früh. Jetzt schon wieder. Jetzt sind da schon wieder irgendwelche Menschen nicht ausgestiegen. Na? Na? Schlimm. Dann aufhören, mitten in der Nacht zu spielen, dann würde ich die wenigstens sehen. Ja. Ich bin auch zu faul vorzuspulen. Ich habe 11 Minuten bis Siegweiden Lido. Aber es wird auch nie Tag. Mhm. Ey, was meinst du? Ich fahre jetzt Siegweiden Lido und danach Media Center Astra. Das ist ja das Anfangsgebiet. Was meinst du, wie viele Minuten bekomme ich? Ich bin bei 11. Also wie viele Minuten bekomme ich bis Media Center Astra? Was meinst du? Ich bin bei 11 Minuten Vorsprung. Ich könnte jetzt hier auch in Ruhe auf Klo gehen und mir ein Brot machen. Ich wäre immer noch nicht zu spät. Oder die neue Route planen zum Beispiel. Ne? Ich will eine neue Route erstellen. Hauptbahnhof, Dings, okay. Meinst du jetzt mit einer neuen Route, ne? Ja. Ich erstelle jetzt eine neue Route in der Zeit. Hauptbahnhof. Agriculture Zone, okay. Dann fahren wir hier so lang. Da. Und in das hier. Okay.
Nur um Safen, Dingspunkte zu bekommen, wähle ich extra noch ein paar mehr aus und stelle sie sogar auf Ping vor. Ne? Nein. Und Route 5. Hauptbahnhof. Ne? Hauptbahnhof da unten. Hauptbahnhof. Showback Grounds und Sports. Okay, so, so. Wasserstelle erhöhen. Dann hier halt hoch. Das ist Lido. Spokes müsste eigentlich Astra Park sein. Um auf Nummer sicher zu gehen, mache ich bei der Route extra alle Teilstellen in Astra Park rein. Ne? Ne? Also mache ich extra so. So. So, damit man auch safe. Ich mache die extra lang jetzt, damit man auch safe einen Zahltag bekommt. Und hoffentlich auch alles dabei ist. Ne? Weil ich weiß nicht, was Spokes bedeutet. Ist ob Spokes der Innenteil oder der Außenteil von Astra Park ist. Das weiß ich halt nicht. Ne? Deswegen mache ich einfach ganz Astra Park in die zweite Route. Ne? Jetzt habe ich Route 4 und 5. Ne? Und ich habe immer noch 8 Minuten. Ich habe gerade eben mal kurz ein paar Runden geklaut. Ne? In 10 Minuten 50 nehmen wir Geld, ne? Ich hatte gerade 8 Minuten, 8,5 Minuten immer noch Vorsprung, ne? So, ich sage jetzt, ich fahre jetzt gleich eine Route ab von den beiden, die ich gerade erstellt habe. Und wenn du fertig bist, nimmst du die andere. Also ich nehme gleich 4 und du nimmst sonst 5, wenn du später fertig bist, ne? Okay. Sache ist, die müssen wir. Wir können sie theoretisch zu Ende fahren, wenn du magst, aber wir müssen sie theoretisch nur so lange fahren, bis wir einen Zahltag bekommen. Ne? In der Hoffnung, dass es denn der Zahltag auf die entsprechende Region dazwischen ist, wie das steht bei den Sachen. Ne? Und das wäre die nächste Aufgabe bekommen. Ne? Okay. Einer fällt 4, einer fällt 5. Ne? Weil ich habe gleich meine Route fertig, dann fahre ich schon mal mit der 4 an. Und vorher gehe ich, glaube ich, wirklich auf Klo. Aber vorher lasse ich die Fahrgäste raus. Beziehungsweise, ich warte jetzt hier vor. Ich bin nicht falsch gefahren, ich bin auf der Spur. Ich warte jetzt hier vor. Und kontrolliere einfach hier nochmal. Ja. Und weg sogar den Fahrgast, der eingeschlafen ist. Bevor ich Ärger bekomme, dass er hier stehen bleibt. Na klar. Wo hab ich denn? Klar. Ah, hier, bitte. Ich hätte den Bus fast verpasst und hab dann vergessen, eine Fahrkarte zu kaufen. Ich habe den Bus fast verpasst und hab dann vergessen, eine Fahrkarte zu kaufen. Okay, wenn man 10 Minuten zu früh kommen, hätte ich den Bus auch fast verpasst, ne? Ich bin mal 10 Minuten zu früh dran. Positive bei mir ist, ich habe schon wieder fast einen Zahltag. Ne? So, ich bin jetzt erstmal Route 3. Zack. Gehe auf Route 4 dann jetzt. Ne? Wenn ich nicht noch vorne mache. Ich darf ja nicht die Hälfte Fahrgäste vergessen. Weil die scheiß Rollstuhlfahrer. Na? Guck mal, wie lange der Fahrgäste gefangen sind bei dir. Nicht, dass du nur ewig zu spät kommst. Auf einmal kommen sie auch erst um 8 am Ziel an. Na?
So lange hältst du deine Fahrgäste gefangen. Schämst du dich nicht? Nee? Okay. Ich habe mal auf Tag vorgespult, ich glaube, ich entspannter, ne? Ja, man muss die Rampe halt machen. Ach so. Ich fahre jetzt zurück zum Hauptbahnhof, ne? Und danach fahre ich in die Arbeitergasse. Frag nicht, die Haltestelle heißt so. Ich fahre nämlich jetzt Route 4 ab. Wie gesagt, wenn du soweit bist, kannst du eine Route 5 fahren. Ne? Aber mach dich keinen Stress. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Okay, bei dir sieht es ähnlich aus. Weil das Positive ist halt auch bei mir, ich habe ungefähr genauso den Zahltagfortschritt wie bei dir. Das heißt, ich könnte sogar relativ schnell den Zahltag fahren. Ne? Den ich brauche. Bist du? Ja, du hast es bald geschafft. Bald. Schon bald schnell 14, das sind 18. Ne? Mhm. Hm. Danke, das. Alter, ist die Frau dumm oder so? Ich lenke extra weit aus, damit sie nicht gegen meinen Bus läuft. Sie läuft einfach weiter und läuft deswegen doch gegen meinen Bus. Ne? Wie doof muss man sein? Man sieht doch, dass da ein Bus fährt. Warum läuft man denn weiter? Ist ja wie das, ne? Läuft doch gegen den fahrenden Bus. Die Zeiten hier sind echt optimistisch berechnet, ne? Ja, ich am Hauptbahnhof brauche noch 3 Minuten Zeit. Ne? Digga, diese scheiß Fußgänger, ne? Solche Huren. Ey, wir kennen den nicht, den Hauptbahnhof mitten in der Stadt, ohne dass ein Bahnhof zu sehen ist. Guck mal hier. Ist hier irgendwo ein Bahnhof? Nee. Ja, da drüben vielleicht. Ein U-Bahnhof. Digga, warum musst du jetzt unbedingt aussteigen? Digga, warum steckt jetzt jeder hinten ein? Hier. Hier, bitte. Nein, keinen Sitz benutzen.
Nein, den Typ nach der Fahrkarte fragen, nicht hinter ihm hinsetzen. Weg von der Tür, du Affe. Setz dich, dann darfst du euch deine Fahrkarte. Ich weiß auch nicht, was die Intention der Leute ist, dass die mitten in der Tür stehen bleiben. Guck mal, hier ist eine Flugtür, ne? Hier am Ende ist noch eine Tür. Mhm. Jetzt schon gesagt, mein Bus hat drei Türen. Ne? Nächster Halt. Arbeitergasse. Wo müsste ich vergessen, das Abendessen einzubauen? Naja, dann gibt's eben Pizza. Mann, du Rentner sollst schneller gehen, wenn ich hupe. Wie ist diese Arbeitergasse denn? Hast du den Lord-Bürger von Arkos schon probiert? Der ist mit wenig frei. Zeiter. Oder jetzt halt. Ne? Und die Aufgabe ist abgehakt, ne? Gut. Finde ich gut, dass die Aufgabe abgehakt ist. Ja. Digga, ich habe drei Schwarzhaare auf einmal. Cool. Ich habe den Zeiter erreicht, den ich haben wollte. Das finde ich gut. Und ich habe einen, der möchte drei Studentenkarten auf einmal kaufen. Oder diese Route noch übermäßig lang ist, verlasse ich sie jetzt einfach. Ja, ich habe doch das erreicht, was ich brauche. Also, zack, zack, wird jetzt umgesattelt. Das ist gut, das hier ist Haltestelle 2 und 22, wo ich gerade war. Ich sollte vielleicht nur die ganzen Leute rauslassen, die ich da jetzt rausgeschmissen habe. Ich schmeiß mal alle raus, ne? Zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Warum war hier gerade auf der Autobahn? Wollen wir nicht? Aber vielleicht. So, ich fahre dann wieder zurück zum Hauptbahnhof, ne? Ja, ich habe meine andere Route abgebrochen, weil ich bin ja fertig. Weißt du? Weil ich habe den Zeittag ja und ich hätte jetzt keinen Bock, alle Haltestellen zweimal anzufahren, weißt du? Ich habe dir nur fahren wollen, bis ich den Zeittag habe, ne? Und da ich den Zartag jetzt habe, habe ich auch gute 5 umgesattelt. Und die startet auch am Hauptbahnhof. Die Haltestelle, an der ich gerade war, ist in meiner UTS-Haltestelle 2 und 22. Ne?